So, man glaubt es kaum, Leute. Ich bin gerade am Laufen. Außenmühle. Mit Reggie. Sieht man mich? Ja, jetzt glaube ich. Also wir sind jetzt gerade Bergparcours. Ja. Und gleich will er mir noch einen schönen Platz zeigen. Du kannst mir abgerissenen Baumstamm zeigen davon. Boah. Ja, das war eher, was war die Kraft. Das Bankdruck nix gegeben. Nee. Und hier ein paar Rocky-Treppen. Also wir sind jetzt schon locker. Wie viel gelaufen? Ich weiß es gar nicht. Ein wunderschön. Wir sind hier gerade im Wald des Todes mit meinem Kollegen Reggie. Wir haben jetzt gesagt, jetzt wieder mal richtig joggen, und er ist so ein bisschen, ja, der Ausdauerfreak. Deswegen kann ich ein bisschen was sogar von ihm lernen. Das heißt, das Training, heute ein bisschen laufen. Und dann werden wir gleich noch mehr von diesen schönen Bars, Klimmzugstangen haben. Die ist jetzt ein bisschen zu hoch. Der Arme muss so weit hochspringen sonst. Aber Sommer kommt, und bei diesem Wetter wird nicht im Gym trainiert, sondern draußen, Outdoor. Vielleicht machen wir noch ein paar Crossfit-Einheiten. Ah, da sind die anderen Stangen. Ja, das sieht doch cool aus. Viel Spaß, Leute. You ready? Let's go! Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given, despite the fact that many misjudge him, cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth, now everybody giving them guest spots. His stocks through the roof, I heard he fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryder, he's sick, and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with Top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock, the type women wanna be within. Rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. Er denkt, ich bin kriminell. Ich nehme mir schon auf. So, wir sind ja, jetzt bei Part 4 oder bei Part 5. Jetzt seht ihr, Reggie ist echt keine Ausrede jetzt. Er ist der Beweis. Ich schwör's euch, meine Beine passen da irgendwie nicht durch. Wir haben jetzt gerade so eine schöne Sit-Up-Variante hier gefunden. Und ich muss ehrlich sagen, ich will mal kurz jetzt einhaken, aber diese Variation ist im Vergleich wie McFit, die ganzen Geräte, könnt ihr vergessen. Hier ist echt... Obwohl, McFit, Othmarschen, ich liebe dich. Ja, machen wir nochmal kurz. Also die Leute, die das natürlich auch sehen. Nee, aber hier habt ihr wirklich richtig gute Spannung. Also diejenigen, die auch mal ein bisschen frische Luft haben wollen. Genau, wir sind hier gerade. Die sind genau richtig hier. So. Außenmühle. Genau. Und ich zeig, wie gesagt, von meinem Kumpel Emre eine Variation. Na, schön Spannung aufbauen. Ich gucke jetzt so ein bisschen. Spannung aufbauen, und wie mir gesagt wurde, nicht zu tief runter. Genau, damit der Rücken jetzt auch nicht belastet wird. Genau. Schön ein- und ausatmen, auch nicht vergessen. Ich hab's gehört, dass es wichtig sein wird.
Leider würde ich die Übung auch zu gerne machen, aber ich habe schon eine andere Idee, wie ich die gleich machen würde. Ganz standardgemäß. Jo. Jetzt ablaufen. Also gute Alternative. Genau. Jetzt will ich noch Boxjumps von dir sehen. Gleich hinterher. Ja. 10 Stück. Schön auch auf der Parkbank. Perfekt. Und wenn er jetzt gleich richtig gut ist, dann stellt er seine Füße auf die Bank, Hände auf den Boden und dann macht er negative Liegestützen. Ja, der Mann kann das. Sehr schön, schön tief runter. 10 Dinger reichen mir. Sehr schön. Ein bisschen, ja. Alles. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Naja, kommt ja noch vielleicht. So. Boxjumps, Liegestütz, was noch? Naja, Sit-ups geht ja nicht, ne? Weil Platzmangel. Okay. Egal. So. Ja, da sieht man den virtuosen Sportler natürlich, einbeinig. Ganz Basics, Dips, was man kennt. Schön mit, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Emme, 90 Grad Winkel, ne? Immer die Arme lassen. Ja. Wir sind fertig für heute. Wir sind jetzt komplett die Außenmühle. War nicht komplett, aber ein ganzes Stück. Wenn man zusammenrechnen würde, ja. Werden wir einmal rum, ja. Wir haben ja noch ein bisschen Cross gemacht. Genau. Ja, wir werden uns jetzt ein bisschen mehr auf Ausdauer konzentrieren. Mhm. Und er wird mich jetzt ein bisschen öfters begleiten auch. Und ja, ich werde das nachher mal alles zusammenschnippeln und dann mal sehen, was für ein gutes Video daraus kommt. Schauen wir mal, ja. Heute ein bisschen ausprobiert, ein paar Accessoires würden noch fehlen, dass man ein bisschen noch Gerätschaft dazu hat. Das ist ein bisschen blöd bei der Ausbildung, wenn man da nicht mit dem Auto fahren kann. Aber wenn es dann nicht ist, kann er noch kommen. Ja. Wir sind immer Optimisten bei der Sache. Genau. Also, Fitnesscoach, Emre Oglu und Reggie. Reggie. Bis zum nächsten Mal.